eliminiert das feindliche Team. Runde beginnt. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute habe ich mal Warface für euch. Das ist ein kleiner Free-for-All. Nicht Free-for-All. Free-to-Play, wollte ich sagen. Shooter, den ihr bei Steam oder im Netz euch saugen könnt. Und ich muss echt mal dazu sagen, ich bin extrem positiv überrascht. Es ist eigentlich eine sehr, sehr gute Alternative für alle, die COD, also Call of Duty, früher geliebt haben, die das Spiel gesuchtet haben, so wie ich. Ich hatte ja damals mit der Modern Warfare 2 hatte ich angefangen zu spielen. Bin dann eigentlich weiter mit Black Ops, Modern Warfare 3, Black Ops 2, Ghosts, alle gespielt. Stundenlang, tagelang im Clan mit meinen Kollegen gesuchtet und noch mehr gesuchtet. Es ging eigentlich fast nicht mehr. Wir haben wirklich jede freie Minute Call of Duty gespielt damals. Und ja, jetzt ist das Neue rausgekommen. Eigentlich bei Ghosts war es eigentlich schon vorbei. Da, ja, wie soll ich sagen, hat es mich eigentlich nicht mehr groß interessiert. Jetzt Advanced Warfare, das Neue. Ja, was soll man dazu sagen? Ist halt wieder ein Call of Duty wie alle Jahre und es hat sich nicht viel verändert. Es lohnt sich eigentlich nicht, für mich das zu kaufen. Und daher habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt nach einer Alternative und bin dann auf Warface gestoßen. Das seht ihr hier gerade im Hintergrund. Es ist eigentlich wirklich eine tolle Alternative zu Call of Duty. Kann man nicht anders sagen. Das läuft auf der CryEngine, ist free to play, das heißt saugen und spielen. Und ich muss einfach mal dazu sagen, ich finde es eine Frechheit, dass Call of Duty, zum Beispiel Modern Warfare 2, das jetzt wirklich schon ein paar Jahre alt ist, immer noch so teuer ist im Steam oder online. Und ja, das neue Advanced Warfare, genau, das kostet verdammt nochmal 60 Euro im Steam. Und das ist verdammt teuer für ein Spiel, das eigentlich dasselbe ist wie letztes Jahr und vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr. Und Leute, ich kann euch nur sagen, versucht Warface, wenn ihr auf solche Spiele steht. Es ist wirklich toll, es funktioniert einwandfrei. Es gibt viele verschiedene Modus, es gibt viele verschiedene Waffen, es gibt viele verschiedene Maps und. Zum Pay-to-Win kann ich eigentlich noch nicht so viel sagen. Das ist, ich habe es für das noch zu wenig gespielt. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert mit dem Pay-to-Win oder mit dem In-Game-Shop. Ich weiß nur, man kann alles, was man kaufen kann, kann man auch freispielen. Es dauert natürlich seine Zeit, aber wenn man alles natürlich freispielen kann, dann ist es für mich eigentlich nicht Pay-to-Win. Weil, ja, wie soll ich sagen, Pay-to-Win heißt für mich, du kannst dir einen Vorteil erkaufen, der, ja, dich eigentlich besser macht als die Leute, die nicht bezahlen. Und wenn man alles freispielen kann, ohne zu bezahlen, oder nur Skins oder so Sachen bezahlen kann, dann ist es für mich eigentlich völlig in Ordnung, weil ich will ja eh nicht Geld ausgeben und dann von Anfang an schon alles haben. Das nimmt mir der ganze Spaß an der Sache. Ich will eigentlich, ja, wie soll ich sagen, mit einer schlechten Waffe beginnen und mich dann leveln, bessere Knarren, bessere Aufsätze und sowas bekommen, freischalten und wie auch immer. Ich finde eigentlich, ja, das macht doch am meisten Spaß, wenn man nicht einfach von Anfang an schon alles bekommt und alles auswählen kann. Und ja, eigentlich auch die Langzeitmotivation natürlich wird durch sowas extrem gestärkt, gestützt und ja, ich finde es eigentlich eine Hammer-Sache. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ja ziemlich enttäuscht von Call of Duty. Wie gesagt, ich habe es so lange gespielt und nach so vielen Stunden gibt es einfach keine Neuerungen mehr. Da ist hier Warface eine komplett krasse Abwechslung, obwohl es eigentlich im Spielprinzip dasselbe ist. Man hat kleine Maps, man hat eigentlich mehr oder weniger dieselben Spielmodi wie Call of Duty. Klar, Team Deathmatch und so
Standardmodus, die in jedem Spiel vorkommen, hat man hier natürlich auch. Und ja, das Ganze läuft auf der CryEngine, ist von den Far Cry, genau, Machern selber, die sich da im Free-to-Play-Bereich mal ausprobieren wollten. Und man kann eigentlich nur sagen, die haben eine super Arbeit geleistet, wirklich. Die haben das toll gemacht. Ich erhalte kein Geld oder irgendwas, dass ich die hier so lobe. Ich bin einfach nur total begeistert, dass es in der heutigen Zeit noch möglich ist, kostenlos, ja, eigentlich wirklich kostenlos, kann man eigentlich sagen, denn man braucht ja kein Geld ausgeben, wenn man das nicht will, kostenlos so ein Spiel veröffentlichen kann, was andere einfach nicht, wie soll ich sagen, einfach nicht auf die Reihe kriegen. Andere verlangen Geld, und zwar sehr viel Geld, für etwas, das alle Jahre wiederkommt. Sei es jetzt Call of Duty oder FIFA oder wie auch immer. Es gibt ja ein paar solche Games, die einfach alle Jahre wieder dasselbe Prinzip, dasselbe Spiel, und trotzdem werden sie dann zum Vollpreis verkauft, und ich finde das einfach eine verdammte Frechheit. Und darum unterstütze ich jetzt hier Warface. Nicht, weil ich bezahlt werde oder irgendeinen Scheiße, sondern weil ich die Sache wirklich geil finde. Und ich finde Dinge, die, ja, die sich lohnen oder so, sollte man auch mal unterstützen können, ohne irgendwelche Hintergedanken oder irgendwelche Gedanken, irgendwas zu verdienen daran oder so. Einfach nur aus freien Stücken. Hier ein bisschen Werbung für Warface. Wenn ihr euch Call of Duty nicht leisten wollt oder könnt oder wie auch immer, ja, kann nur sagen, saugt euch das Ding. Es ist ca. 60 GB groß. Sollte also nicht wirklich ein Problem sein, und es läuft eigentlich relativ flüssig. Klar, ich hatte ein, zwei Ruckler, weil ich noch aufnahm, und mein PC ist nicht allzu der allkrasseste NASA-PC überhaupt. Er reicht vollkommen für die meisten Spiele, aber ja, es gibt halt ab und zu mal einen kleinen Ruckler und so. Was wollte ich noch sagen? Ich habe natürlich keine Notizen gemacht und gar nichts. Nee, was ich noch sagen wollte, ist, das ist mein erstes, ja, wie soll ich sagen, Commentary schon fast. Ein bisschen über Warface und Call of Duty und das ganze Plappern. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich werde sicher Warface noch ein bisschen weiterspielen. Und was ich noch testen will, ist PlanetSide 2. Habe ich auch noch eigentlich nur Gutes gehört. Ich habe mir von einem Kollegen ein Video angeschaut, der das ein bisschen gespielt hat, und ja, es sieht schon geil aus. Ich muss echt sagen, Battlefield in einem anderen Setting und du hast PlanetSide, also ist wirklich krass. Und ich muss auch sagen, Battlefield und Call of Duty, ich denke, die müssen sich langsam aber sicher mal in Acht nehmen, dass sie nicht plötzlich überrannt werden von solchen Games wie Warface oder natürlich auch PlanetSide, weil PlanetSide ist für mich absolut, was ich gesehen habe, ich kann es jetzt noch nicht so gut beurteilen, aber was ich gesehen habe, absolut ein absoluter Battlefield-Konkurrent, kann man eigentlich sagen. Es ist wirklich für das, und dann kostenlos natürlich, auch Free-to-Play. Und das Modell da sieht auch nicht wirklich anders aus als hier. Also wenn man nicht will, braucht man kein Geld auszugeben, man kann alles freispielen, und das ist eigentlich die optimale, geile Variante. Und von daher, ja. Gut, wenn ihr das Video, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt mir etwas in die Kommentare. Das ist mein erstes Commentary, wie gesagt, seit langem, langem, langem. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren drücken, und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!